Da wurde wohl jemand verarscht. So, jetzt kurz mal hier aufziehen. Was zum Teufel ist das? Was machst du? Was machst du da? Oh Mann, nein! 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 Ja, und jetzt wisst ihr auch, warum ich keine Tattoos habe. Weil ungefähr so stelle ich mir das vor. Wobei das auch schon wieder so ein Logikfehler wäre, oder? Weil wir haben den vorhin schon mal aufgezogen, wo er die Feder noch nicht in der Hand hatte. Und er hat uns nicht gegriffen. Ja, wisst ihr Bescheid. Worauf ich nicht alles achte, ja? Worauf ich nicht alles achte. Wisst ihr Bescheid. So, wenn wir jetzt hier durchgucken, dann seht ihr schon mal den Raum, wo wir jetzt gleich reinkommen. Und da vorne haben wir so eine Kurbel. Wisst ihr Bescheid. Für ein Ventil. Da gehen wir jetzt hin. Denn hier mussten wir ja noch was eingeben. Oh. Und zwar Winner. Nein, warte ich nur Spaß. Loser. Loser. Mhm. Oh. Ist das. Nee, das ist nicht. Oder? Doch. Loser. Egal. Egal, wir machen es kurz so, Freunde. So. Let's do it. Das ist schon ein bisschen. Das ist schon hart Mobbing, oder? Es ist einfach schon hardcore-mäßig Mobbing. Ventil, Handrad. Was gibt's denn sonst noch für Ventilräder? Fußräder? I don't Knopf, Freunde. So, jetzt müssen wir noch einmal hier durch. Und hier dann einfach mal zumachen. Damit hier kein Wasser einmal durchkommt, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. So, ja, Dusche ist aus, Freunde. Ab jetzt fangen wir an zu stinken. Story of my life, na, macht Spaß. Bitte beruhigen Sie sich. Nur 350 Tage im Jahr. Ja. Noch zweimal Weihnachten bis duschen. Okay, dann vielleicht auch ein paar Tage länger. Wollte ich gerade echt das Fernrohr anzünden? Ja. Sieht ganz nach mir aus. Sieht ganz nach mir aus. Warum ist es jetzt wieder dunkel? What? Selbstentzündende Kerzen? Okay. Okay. Happy birthday. Happy fucking birthday. Ja, nur noch mal kurz zur Info. Brennbar. Brennbar hat sich übrigens schon ein bisschen verteilt hier, ja. Just by the way. So, jetzt packt man die Kerze drauf. Scheint schon häufiger benutzt worden zu sein. Ah, sieht auch wieder so aus wie so ein. Wie so ein doofer deine Mutterspruch. Never mind. Erstmal reinstecken. Alright. Dankeschön. 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 Mist! 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 Wir stellen es einfach hier hin. Hier scheinen die Flammen nicht herzukommen. Nein, Feuer. Wer schreit bei Feuer bitte schon Scheiße? Boah, ich weiß nicht, das. Also, das hat sich für mich jetzt gar nicht mal so inbrünstig angehört. Ja, stell dich mal bitte vor, ihr seid irgendwo eingeschlossen und da ist jetzt Feuer. Da würde man auch nicht schreien so, oh, Feuer! Das ist voll gefaked. Voll gefaked. Aber gut. Wisst ihr Bescheid. Und Gina auch, die hat wunderschön. Guten Tag. Schön, dass du auch da bist. Freut mich sehr. So, ja, dann haben wir das jetzt angeguckt. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Und das klang jetzt ironischer, als es effektiv gemeint war, weil das ist tatsächlich wirklich wichtig. Ja, ich habe da schon ein bisschen Intel. Okay, das habe ich schon durchsucht. Sweet, too sweet. Gab es hier noch irgendwas Schönes? Achso, ja, stimmt. Da geht es ja gleich hin. Ja, tatsächlich gibt es noch was. Das habe ich schon vergessen. Ich brauche noch die Karte. Das heißt, ich muss noch kurz einmal in das Zimmer. Das war übrigens das Zimmer von Lucas. Aber gut, das hat man bestimmt schon an den Texten rausgefunden.
Müssen wir mal nach oben. Ed nützt einfach alles nichts. Ich kenne das Spiel und es ist mega geil. Jetzt musst du nur noch mich kennenlernen und dann weißt du, da gibt's noch was Geileres. Also, mich in dem Fall. Dankeschön. Wasser anmachen? Wie Wasser anmachen? Bei Feuer? Ja, logisch, irgendwie. Aber ich glaube, das meintest du nicht, oder? Ich glaube, das meintest du nicht. Oh, guck mal. Wer von euch holt sich jedes Jahr einen neuen Weihnachtsbaum? Und wer von euch hat einen künstlichen? Und wer von euch sagt sich so, Weihnachtsbaum, ne, so ein Shit brauche ich nicht. Ich hab meine Palme. Die lasse ich das ganze Jahr überstehen. Ja, zu Weihnachten kommt dann eine Lichterkette drum und dann passt das schon. Dann passt das schon. Okay, das haben wir schon gelesen. Resi ist geiler, du kennst mich doch gar nicht. Bitte dich. Bester Spruch von dir? Dankeschön, dankeschön. Niemals einen künstlichen? Ja. Vor allem, da geht mir die ganze Zeit, ich weiß nicht, kennt ihr das Lied? Ich weiß gar nicht, von wem das ist. Das haben wir damals mal gehört. Vielleicht so ein Ossi-Ding. Weiß ich nicht. Gab irgendwie mal so ein Lied. Das ging so von wegen, und die anderen haben einen Weihnachtsbaum und wir eine Witzfigur. All die Jahre wieder die gleiche doofe Tour. Wobei, jetzt kommt was mit. Die anderen haben einen Weihnachtsbaum und wir eine Witzfigur. Okay, nehmen wir mal. Ich habe es total durcheinander gebracht, tut mir leid. Müsst ihr mal googeln, ja. Könnt ihr auch einfach mal den Songtext auch bei Google eingeben oder bei YouTube, werdet ihr bestimmt fündig. Cooles Lied. Cooles Lied. Wie heißt das Spiel überhaupt? Das Spiel heißt überhaupt Resident Evil 7 Biohazard. Und wir spielen es auf Irrenhaus. Wurde zwar nicht gefragt, ich wollte es trotzdem kurz einmal anmerken, damit ihr sagt so, boah, krass. Also es ist schon schwierig. Es ist schon schwierig. Ja, immer Hut ab vor den Leuten, die das alle mal so geschafft haben. Das ist ganz wichtig. Und nebenbei fleißig weiter liken, falls ihr noch lange, lange den Stream heute sehen wollt. Ganz, ganz wichtig. Schön tipseln, 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 tipseln. Kaufen jedes Jahr einen neuen. Es ist natürlich auch schön. Das Thema ist bloß, irgendwann fängt er an zu nadeln. Das heißt, es ist dann immer wieder Dreck. Ja, dann muss man sich natürlich erstmal den holen und dann irgendwie zu Hause dann erstmal hinlegen. Dann muss man den aufmachen, dann erstmal stehen lassen, damit er sich schön entfalten kann und so weiter und so fort. Dann noch schmücken. Ist schon so eine Sache. Ja. Ist schon so eine Sache. Spielst du zum ersten Mal? Nein, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Aber das letzte Mal ist schon ein Weilchen her. Und wie gesagt, Irrenhaus ist schon, muss man ganz ehrlich sagen, ist schon ein Unterschied zu den Schwierigkeitsgraden darunter. Das ist aber Fakt. Ich bin, was? Okay. I see. So, das haben wir schon mal mitgenommen. Jetzt brauchen wir nur noch die rote Karte und die finden wir, ja gut, bei Omi. Bei Omi, Freunde. Kennt ihr Omi? Omi ist da drüben. Omi hat Bock, würde ich jetzt mal so sagen. Mal aufmachen. Boah, ich weiß nicht, ob ich jetzt einmal zwischenspeichern sollte oder eher nicht so. Erstmal müssen wir aufmachen. Er kommt direkt neben die Balkontür. Wenn er nadelt, schmeiße ich ihn einfach raus. Sehr schön, sehr schön. Das ist natürlich immer super, wenn man dann die Möglichkeit hat, den einfach rauszuwerfen, bis dann mal unten jemand stand. Der wird es dann vielleicht nicht ganz so geil finden. I don't know. Aber ich habe den Keller gehasst. Der Keller ist auch absolut räudig. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, sorry für mein Französisch, aber der Keller ist einfach räudig. Dafür ist sie einfach nur mega geil. Ja. Die ist wild. Die ist richtig wild. Guck ins Licht. Guck mich an. Kann ich ihren Kopf noch weiter drehen? Hashtag Eule? Naja. Nochmal hier vielleicht in die Richtung. Jetzt guckt die mir, glaube ich, schon wieder fast aufs Gemächt, oder? Ich glaube, die kann einfach ihren Kopf hier gerade in die Richtung nicht mehr so weit heben. Naja, egal. Wissen wir Bescheid. Das war ja der Jack. Hier können wir nochmal reingucken. Hä? Mal auf da. Dankeschön. Ach nee, stopp. Wir müssen zuerst mal hier rein. Stopp, Freunde. Hier gibt's ja nochmal. Oh ja. Zweet. Zweet, zweet, zweet. Wo das jetzt genau war, weiß ich nicht. Aber hier den Dietrich nehme ich auch noch mit. Er müsste doch. Habe ich sie mitgenommen? Ja. Er müsste doch noch ein paar mehr Dietrich hier geben. Ne? Vor allem, die sind immer in diesen Büchern. Immer in diesen Büchern. Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Okay.
Ah, und Tomek auch, die haben wunderschön. Guten Tag. Spielst du auf PC? Yes, auf PC. Auf PC. Ab und an auch mal ein paar Games mit Controller, aber generell PC. Das letzte Spiel, was ich auf Controller gespielt habe, was ich sehr, sehr bereut habe, aber was zur allgemeinen Belustigung beigetragen hat, war The Evil Within 1 auf Albtraum, auf Controller, bei jemand, also ne, für mich, der im Prinzip eher Maus und Tastatur gewohnt ist, nochmal ganz anderer Schwierigkeitsgrad. Also ich glaube, ja, also es gibt einmal, keine Ahnung, Albtraum so als Schwierigkeitsgrad, so als höchster Schwierigkeitsgrad, Albtraum, und dann gibt's nochmal Albtraum mit Controller. Das ist quasi nochmal so 300% schwieriger. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man in diesem Spiel halt zielen muss. Und ich finde, zielen, für mich zumindest, ist das super schwierig. Also zielen mit Schießen und so. Ja. Das ist ultra schwierig. Und vor allem bei manchen Situationen bist du auch noch in Stress. Ja, du kannst nicht einfach sagen, ja, du musst halt richtig zielen, dann triffst du auch. Ja, da habe ich schon eine Zeit. Nein, manchmal hast du auch einfach 20 Gegner hinter dir, die dich alle mal fleißig mit einem Schlag über den Jordan bringen, ja, und du musst noch nebenbei 20 kleine Ziele treffen, die 20 Meter entfernt sind. Und noch nebenbei aufpassen, dass du nicht zu viel Munition verballerst, denn die ist ja auch nur limitiert. Alter Schwede, das war echt nicht lustig, ne? Das war echt, boah. Gibt's übrigens auch zu sehen bei mir auf YouTube. Just by the way. Also falls ihr mal so ein bisschen Schadenfreude erleben wollt, ohne dass es euch jemand krumm nimmt, weil, wie gesagt, zur allgemeinen Belustigung, dann könnt ihr euch das gerne angucken. So, wir wissen ja schon, welche Uhrzeit das ist. Ja, dicke Zeiger auf 10 und dann auf 3. Alright. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch speichern sollte. Wahrscheinlich wäre es cleverer, nochmal kurz zu speichern, oder? Es wäre definitiv clever. Wir speichern einfach aus dem Grund, weil wir uns gerade nochmal die Kassette angeguckt haben. Weil die müssen wir uns, glaube ich, so angucken. Für das Passwort. Damit wir da quasi einen Schritt überspringen können. Wir speichern so heftig jetzt nochmal, ne? Ich habe so Angst, dass ich gleich wieder drauf gehe. Mal wieder irgendwie so ein vierbeiniger Modet entgegengesprungen. Und weh mir so heftig als Leder. So. So, das kann ich schon mal. Warte mal, wo war denn das? Ich habe hier etwas Nettes versteckt. Warte mal, wo war denn das? Warte mal, kann ich. War das nicht auch hier irgendwo? Wollte ich mal angucken. Was sehen wir denn da? Ich glaube, es müsste auch hier irgendwo im Keller sein, ne? Irgendwo im Keller. Sieht zumindest kellermäßig aus, ne? Oder? Ja, also können wir schon wegräumen. Wobei, ich könnte es auch wegschmeißen. Ja, ne, ich pack's auch wieder rein. Frisst ja nichts. So, das packen wir rein. Happy Birthday packen wir rein. Ich glaube, den Schlangenschlüssel brauchen wir gerade auch nicht mehr. Wir haben jetzt 3 Türen mit aufgemacht. Ich glaube tatsächlich, das war's dann auch schon. Wobei, ist denn hier ein Indikator? Kann ich den wegschmeißen? Wenn ich den wegschmeißen kann, ist es, glaube ich, ein Indikator dafür, dass ich ihn nicht mehr brauche, oder? Kann ich den wegschmeißen? Ach, da gibt's gar keine Anzeige von wegen, die kannst du wegschmeißen. Wäre wahrscheinlich auch zu lustig gewesen, ne? Ich glaube, wahrscheinlich hier auch nicht, oder? Nö. Naja. Naja, Freunde. Naja. So, das behalten wir nochmal. Dietrich lasse ich auch erstmal drin haben. Wie viel Flintmunition habe ich jetzt noch? Vielleicht nehme ich nochmal ein bisschen Flinte mit. Ja, machen wir Flinte nochmal ein bisschen. Kriegen wir die auch nochmal leer. Ist da Bescheid. Ach so. Ganz im Ernst. Also ich bin so einer, der selbstverständlich mit Einkaufszettel die Hälfte vergisst. Ich hab's gerade gesehen. Ich wollte eigentlich speichern. Was mache ich? Ich wollte eigentlich eine Audiokassette hier rausnehmen. Sortiere nochmal alles ein bisschen um. Pack wieder ein bisschen was rein. Nehme wieder ein bisschen was mit. Und schon vergesse ich, was ich eigentlich machen wollte. Ne? Ich wollte speichern. Speichern. Oh. Holy shit. Das wäre jetzt echt doof gekommen, wenn ich jetzt gestorben wäre, ne? Das wäre jetzt schon ein bisschen doof gekommen. Du weißt, wo der Ort ist? Wir gucken gleich mal, ja? Wenn ich explizit dich nochmal darauf anspreche, von wegen so, hey Mensch, Yannick, mein Freund, was ich dir noch sagen wollte, kannst du mir helfen bei dem Fundort des Schatzes? Dann kannst du das gerne dann sagen. Ja, ist das ein Deal? Klicken haben die, oder? Okay. Nani, folgen uns wieder. Okay. Okay, ich bin dann mal weg. Bye, bye. So. Vor allem, das ist ihr Zimmer, ne?
warum kann ihr Bett so krasse Moves? Warum kann ihr Bett so krasse Moves? Ich sag ja, stille Wasser sind tief. Und stille abgestandene Wasser even deeper. Even deeper. Warte mal, war jetzt noch irgendwas? Nö, ne? Hat man, glaube ich, alles. So. Oder? Krasse Oma, krasses Bett. Oh ja. Oh ja. Die wird in ihrer Zeit wahrscheinlich sehr viel sich beigebracht haben. Oder eventuell gelernt haben. I don't know. Something like that. Something like that. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zugangskarte rot. Sehr schön. So, was haben wir noch Schönes? Tada, tada. Oh, verbesserte. Sehr schön. Nehme ich mit. Schießpulver. Auch gut. Ansonsten ein Hauch von gar nichts. Ja, ich nenne solche Situationen immer die Negligé-Schränke. Ja, es ist zwar was angezogen, aber effektiv ist trotzdem nichts da. Also man kann durchgucken quasi. So viel und doch nichts. Den du da machst, sehr unterhaltsam, im Homeoffice dabei zuzuschauen, das freut mich, das freut mich. Ja, viele nutzen mich auch zum Einschlafen und ringe ich drüber auf, vor allem wenn ich Horrorspiele spiele und dann mich plötzlich erschrecke, ringe ich drüber auf den Weg, Alter, jetzt bin ich wach geworden, hätte ich nicht mal ein bisschen leiser machen können, aber das passiert im Affekt. Ja, aber natürlich auch das könnt ihr durchaus machen. Da gibt es vielleicht ein paar schönere Playlists auf YouTube, die man vielleicht dann eher nutzen kann zum Einschlafen. Ja, mein Favorite habe ich. Klingt das so ein bisschen abgehoben, eingebildet, wenn ich sage, ich habe schon meine eigenen Playlist genommen zum Einschlafen, wäre What Remains of Edith Finch. Sehr schönes Spiel, sehr schöne Playlist. Kann ich nur empfehlen. Kann ich nur empfehlen. So, warte mal, wo muss ich jetzt hin? Da würde es... Stopp, da bin ich vorhin lang gegangen. War doof. Das heißt, nee, stopp. Hier bin ich zuerst lang gegangen, glaube ich. Dann war doof. Holy, oh ja, das war so eine krass gute, Lauf. Haha. Hä? Hä? The fuck? Die sollen, war eine gute Idee, war eine sehr, sehr gute Idee, die Schrotze mitzunehmen. Habt ihr gesehen? Schrotze macht zwar jetzt nicht den Ultraschaden, also, halt gefühlt, aber... Trotzdem gibt es ein bisschen Knockback. War eine sehr gute Idee, Freunde. War eine sehr, sehr gute Idee. Jetzt müsst ihr eigentlich nochmal drüber speichern. Einfach aus Prinzip. Einfach aus Prinzip. Aber nee, wir müssen ein bisschen sparen. Das nützt einfach alles nichts. So. Ach, jetzt komme ich nicht? Jetzt kommen keine Monster, weil jetzt hier Telefon ist? Ich dachte, die Monster hier haben auch eine tierische Aversion gegen Telefone. Oder telefonieren generell. Das macht dich schon wieder ein bisschen sympathisch, oder? Guck mal, kaum klingelt das Telefon schon, kommen keine Gegner. Ich glaube, ich soll das Telefon mitnehmen. Oder zumindest eine kurze Aufnahme machen von dem Klingelton. Scheinen die nicht so toll zu finden. Ach, jetzt habe ich... Jetzt hätte ich im Keller gucken müssen, ne? Ah, vielleicht später nochmal. Im Keller sind noch Monster. Da möchte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so... Hey, Kumpel! Denk dran! Die beiden Zugangskarten sind das Ticket zur Party. Komm nicht zu spät. Lass mich mit Mia sprechen. Nein, nein, nein. Du musst dich erst bieten lassen. Du hast doch nicht vergessen, wo die Party ist, oder? Du kannst vom Hof aus reinkommen. Also komm schon, Mann. Alle warten nur auf dich. 69%? Ihr Schlawiner. Ihr Schlawiner. 69%. Awesome. Ich hab's mitbekommen, Freunde. Ich hab's gewürdigt. Und jetzt wieder weiter klicken. Ganz, ganz wichtig. Für eine weitere Stunde, 20 Minuten habe ich noch Zeit, dann geht es nämlich dann weiter. Schön weiter klicken, ja? Zusammen ist es leichter. Zusammen ist es leichter. Ich weiß, es ist nervig, aber... Oh Gott, wusste ich's! Ja, hier, die Stelle! Oh. Die Stelle meinte ich, aber jetzt kam der erst. Also sprich, erst wenn ich die Zugangskarten habe. Okay, muss ich mal merken. Oh, ist da noch einer? Die ganze Zeit, ja, da hinten ist noch einer. Die ganze Zeit, wenn ich hier durchgemacht bin, ja, immer Angst gehabt, dass dieser so ein Molded kommt, so ein Vierbeiniger. Aber erst jetzt kamen die. Warte mal, vielleicht kann ich sie auch so ein bisschen wegsnipern. Joa. Hat ja super funktioniert. Oh Gott! Oh Gott!
Oh Gott! Hör auf, Jung! Ja. Wer redet denn hier von Munitionsverschwendung, Freunde? Ich bitte euch. Ich bitte euch. Vor allem... Ich muss mal gerade überlegen. Wir hatten doch jetzt überall so Kisten. Ich habe nämlich jetzt gerade wie ein Dietrich. Also in der Theorie wäre es vielleicht gar nicht mal so unclever. War das in dem großen Haus oder war das hier drin? Wir hätten irgendwo nochmal so eine große Truhe. Ich glaube, es war oben tatsächlich, oder? Wenn überhaupt. Mal schön mit dem Dietrich aufmachen. Da sind bestimmt krasse Sachen drin. Bestimmt. I hope. Müsste, glaube ich, hier gewesen sein. Vielleicht haben wir so noch ein paar Sachen, die ich nicht mitgenommen habe. Tatsächlich. Ich hatte scheinbar hier keinen Platz. Habe ich mir einfach nicht gemerkt, ne? Das. Oh, guck mal. Oh. Das riecht nach Speichern, Freunde. Das riecht nach Speichern. So, jetzt können wir hier nochmal aufmachen. Oh, das war so. Oh ja, jetzt bin ich auch wieder. Wow. Warte mal. Lass mal aufmachen. So. Drei Schuss nur für eine Waffe, die wir noch nicht mal haben. Also ich fühle mich jetzt ganz, ganz klein bisschen, fühle ich mich verarscht, ne? Also. Ganz klein bisschen. Muss ich mal wieder mich leer machen. Wobei, ich glaube, leer machen brauche ich noch nicht mal komplett. Ich mache einfach mal jedes Türchen auf. Fühle mich echt ein bisschen verarscht, ne? Ich habe jetzt sonst was gedacht. Ich meine, ich weiß halt nicht, wie viel krassen Schaden die Ding jetzt macht, die Magnum. Ich meine, wir haben sie nicht mal. Also von daher spielt das jetzt gerade für uns keine Rolle. Weil mich hätte sogar noch die Schrotze gehabt, gerade für die Molded-Viecher. Sie aber nicht genutzt. Jetzt hat man wieder ein bisschen Platz. Die Frage ist, wäre es jetzt nicht noch zu speichern? Oh, ich laufe gerade falsch. Wäre es jetzt nicht noch zu speichern? Nochmal zu speichern? Und wir haben jetzt gerade nochmal drei Audio-Kassetten gefunden, die wir ja eigentlich schon vorher hätten. Ich habe es einfach nur wieder vergessen. Das zum Thema Einkaufszettel und die Hälfte vergessen. Das sind ja Defekte, ne? Ist das eine Magnum? Ist das zufälligerweise? Ist das zufälligerweise eine Magnum? Boah, dann kenne ich eine Magnum. I don't know. Steht Magnum drauf. Wird Magnum drin sein. I don't know. Ich habe bisher noch keine andere Waffe gefunden. Vielleicht reparieren wir einfach die und gucken, was draus wird. Vielleicht ist es ja schon eine Magnum. Party time. Oh, yes. Celine weiß, was jetzt abgeht. Ausziehen. Es ist Party time. That's how I like it. Gibt's hier noch was? So irgendwie dran geheftet? Nö. Moment. Müssen wir jetzt nochmal hier rein. Dann nehmen wir nochmal den Reparatursatz, falls ich ihn finde. Wobei, nee, stopp. Nee, doch. Nö. Schwierig. Ich bin gerade überlegen. Wobei, hier hätten wir nochmal für die krasse Munition. Pistol-Munition. Yes. Da gibt's ganz, ganz viel. Auf dem Discord, da natürlich alle herzlich eingeladen. So, warte mal, wo war denn das jetzt? Wo? Ah, hier, Reparatursatz. Ja, toll, ich bin voll. Warte. Jetzt mal rüberpacken. Mal kurz rüberpacken. Schau ich gleich, was wir damit machen. Schau ich gleich mal. So, jetzt brauche ich. Wo denn jetzt wieder? Da, Reparatursatz. Dann jetzt kombinieren mit. Das ist eine normale Pistole, ne? Das scheint eine absolut fucking normale Pistole zu sein. Die hat 7 Schuss, hat auch dasselbe Zeichen wie die andere. Die Frage ist, welche macht jetzt mehr Schaden? Welche macht jetzt mehr Schaden? Ich kann die vor allem noch nicht mal irgendwie entladen. Das ist halt auch nochmal so ein heftig großes Manko. Ich kann die nicht entladen, dass ich sagen kann, so, ja, nimm doch einfach die Munition da raus. Nö, geht nicht. Ist nicht, Freunde. So, das packe ich auch nochmal weg. So, hiervon packen wir nochmal 2 weg. Die Magnum-Munition packe ich auch nochmal weg. Habe ich da...
Habe ich jetzt eigentlich schon ein paar mehr von? Müsste doch rein. Ah, guck mal. 4 Schuss. Hey Mensch, dann lohnt sich doch direkt 9 antike Münzen auszugeben für die Magnum. Weil 4 Schuss. Game quasi schon durch. Die Magnum ist stärker als die normale. Das habe ich mir schon gedacht. Aber danke. Dankeschön. So. Ich bin bei Gelb. Okay, wir speichern jetzt trotzdem erstmal einfach. Einfach mal speichern, Freunde. Manchmal einfach mal so. Sehr schön. So, kriege ich das jetzt hin? Die jetzt hier zu nutzen, wobei, doch die jetzt hier zu nutzen und nach 7 Schuss dann nicht mehr irgendwie aus Versehen auf R zu klicken, also für Reload. Weil ich möchte jetzt effektiv die Waffe leer schießen und dann einfach wegpacken und sagen so, hey Mensch, guck mal, ich habe 7 Schuss gespart, easy peasy. Ja, das ist so ein bisschen mein Ziel. Das ist so ein bisschen mein Ziel. So, gespeichert ist, Freunde, das heißt, jetzt können wir erstmal ein bisschen YOLO. Yes, natürlich auch für News rund um mich, vollkommen richtig. Aber du hast die Profi-Waffe und da weiß ich es nicht, ob sie... Ich kann es ja halt auch nicht... Also, ich glaube, die wird wahrscheinlich noch schwächer sein als die Magnum. Oh, guck mal hier. Einhornglitzer. Einhornsperma, Freunde. Einhornsperma. Was halt echt düstere Musik ist, ne? Let's play! Wäre übrigens dann auch wieder perfekt. So als Thumbnail steht dann schon Let's Play drauf. Weiß zwar keiner, worum es genau geht, weil ich weiß nicht, ob sich jeder daran erinnert oder weiß, dass es dann zu dem Spiel gehört, aber bräuchte man keinen zusätzlichen Schriftsatz reinzufügen, ja? Einfach so. Naja. Einhornsperma, Freunde. Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Nee, also was ich sagen wollte, ich gehe davon aus, dass die Magnum noch ein bisschen stärker ist. Einfach anhand der wenige Munition, die man dafür findet. Ich weiß nicht, das ist jetzt nicht so die Musik, wo man so heftig drauf abgehen könnte, oder? Wie tanzt man zu so einer Musik? Irgendwie so, I don't know. Trinken? Ja, ja. Klingt nach dem Plan. Vielleicht tanzt man auch zu so einer Musik nicht. Vielleicht bekifft man sie einfach nur und setzt sie auf die Couch oder auf dem Sofa. Und lässt die Musik auf sich wirken. I don't know, vielleicht auch sowas. Vielleicht auch sowas. Hab dich, sehr gut. Sehr gut. Ist das Resident Evil, das ist so korrekt. Erstmal ein bisschen Fernseh gucken. Awesome. Geht mir jeden Morgen so. Dieses verdammte Teil. Geh runter. Ich kann nicht pinkeln. Geh runter, was? Ja. Ethan. Warte. Ich habe etwas für dich. Schau doch mal her, was ich habe. Weißt du, wozu das gut ist? Weißt du, was du damit anstellen willst? I don't know. Will ich es vielleicht gar nicht wissen? Sie denkt, das Teil ist etwas Besonderes. Nein, Ethan. Es ist nicht besonders. Das genau hier ist besonders. Weißt du, Ethan? Nicht jeder will gerne die Zeit zurückdrehen. Was, Evelyn? Ich will es ihm doch nur zeigen. Ich will ihm nur zeigen, dass nicht jeder zurück dahin will, wie es früher war. So ist ein dummes Miststück. Sie versteht nicht, dass ich nicht zurück will zur Zeit, bevor mein Vater dich gefunden hat. Nicht jeder will die Zeit zurückdrehen. Also, Ethan, du kannst so viel du willst unter dem schmutzigen, vergammelten Haus kriechen und nach den Materialien suchen, aber du wirst verdammt nochmal nichts finden, Ethan. Du willst das Serum herstellen? Oh, Baby.
Da musst du an mir vorbeikommen. Hörst du mich? Hat mich gerade Baby genannt? Komm schon, Ethan. Oh. Was sagst du? Alter, wie krass das alles getimed ist, ne? Also, ganz im Ernst, wenn man es nicht besser wüsste und würde sagen, so, hey Mensch, das ist so ein krasser Psychopath, würde man echt sagen, der ist hochintelligent. Wobei sind nicht die meisten Psychopathen sogar verhältnismäßig über dem Durchschnitt, intelligenztechnisch gesehen? Man weiß das immer nicht. Man weiß das immer nicht. Ich steck fest. Ah, nee, stopp. Okay. Ich steck fest. Ja, yeah, that's what he said. Die nehme ich mit. I'll take that. So, woran ich mich aber tatsächlich hier noch erinnern kann, hier gibt es so ganz, ganz viele Fallen. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Und komische Geräusche gibt es ja auch. Und zwar nicht haha komisch. Oh no. Wobei, kann ich das nicht hiermit so richtig cool machen? Was hast du gegen Kisten, Ethan? Das ist, glaube ich, eine gute und günstige Art und Weise, die kaputt zu machen. Denn der Lucas, der ist ein Fan von Fallen. Ja, nicht nur irgendwie so, keine Ahnung, Stolperdraht und so ein Shit, sondern auch halt Kisten, wo man sich denkt so, oh geil, Loot, Loot, Loot und plötzlich ist man tot. Das ist kacke. Deswegen immer schön ein bisschen vorher gucken. Hier sieht man's, hier sieht man's. Kann ich die eigentlich auch diffusen? Geht das? Nee. Unfortunately not. Ja, und es ist natürlich nicht nur horizontal gespannt, sondern auch vertikal. Muss man ein bisschen aufpassen. Aber komme ich hier überhaupt dran vorbei? Ich fühle mich gerade so dick. Oh, bitte, bitte nicht. Okay, ich komme dran vorbei. Oh Gott. Oh Gott. Fatshaming. Holy shit. Oh. Okay, okay. Alles cool, Freunde. We did it. We did it. Und hier geht's direkt weiter, ne? Direkte Tür aufmachen, ja. Easy peasy. Direkt die nächste Falle. Oh Gottes Willen, ja. Ich hoffe, ich sehe sie rechtzeitig. Oder ich kann mich zumindest noch an die Sachen erinnern. Aber ich weiß nicht, so Kleinigkeiten. Oh, Moment, da komme ich bestimmt nicht drüber, ne? Das heißt, muss ich mal kurz einmal kontrolliert sprengen, ja? Sprengmeister Grizzly Bear on Tour. Oh, du hast ein wirklich gutes Auge. Ja, der weiß, glaube ich, nicht, dass ich hier gerade eine Brille trage. Du steckst fest, wo denn? Ja, das ist die Frage. Aber, um das zu beantworten, oder, nee, vielleicht nicht zum Antwort, aber um das zu entgegnen, würde ich sagen, ein Gentleman genießt und schweigt. Das ist ja effektiv keine Antwort. Wobei doch, es ist eine Antwort, aber keine, die man wahrscheinlich so sich erwünscht. Wenn man erwartet, höchstwahrscheinlich. I guess. Komm mir keine... Oh, ja, genau. Eine einsame Kiste, die einfach mitten im Weg steht. Ja, so richtig obvious. Ah, okay, die war doch keine Falle. Es war wirklich nur eine einfache Kiste, die mitten auf dem Gang steht. Naja. Gut, aber better safe than sorry. Habe ich eigentlich... Warte mal. Okay, da können wir gleich nochmal ein bisschen alle machen. Okay, ist auch nachgeladen. Für einen Notfall. Für einen Notfall, Freunde. Ja. Und Matsuno, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du auch da bist. Freut mich. Oh, was? Oh, 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 oh. Okay, Moment. 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 Please hold the line. Warte, hier müssen wir auch wieder machen. Ich sage, dafür ist es echt gut. Seht ihr? Seht ihr? Was für eine Verschwendung. Vor allem beobachtet er mich. Der kriegt ja alles mit, komischerweise, ne? Big Brother is watching you. Something like that. Besorgen, dass gleich irgendwas um die Ecke kommt, ne? Oh, wenn ich schon wieder so eine Konstellation sehe, ja? Langer Gang, geht hinten weiter, hier haben wir eine Tür. Dann bringt bestimmt gleich wieder irgendwas raus, ne? Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Oh, ja, oder auch nicht, aber trotzdem haben wir hier... Oh, mehrere sogar, guck mal. Die sind halt super dünn, ne? Das ist eigentlich schon krass gemacht, ne? Eigentlich, vor allem... Ethan, jetzt mal ganz im Ernst, warum... Warum... Macht er jetzt hier die Taschenlampe nicht an? Warum? Ist das, liegt das teilweise wirklich am Schwierigkeitsgrad oder ist es, glaube ich, auch im normalen Modus so? Also wenn man jetzt nicht den Schwierigkeitsgrad spielt, ich weiß es nicht. Sei vorsichtig! Die
beißen zurück. Mhm, die beißen zurück. Ist okay. Warte mal, ist die... Man, da kommen wir jetzt, glaube ich, einfach so durch. Ich glaube, ich mache die trotzdem noch mal fix kaputt. Schätze, ich muss wohl einen Gang zulegen. Perfekt. Perfekt. Ethan Logik? Yes. I guess so too. Ja. Okay. Also ein Shame, wer jetzt hier denkt, dass hier irgendwas Schlimmes passiert, Freunde. Ich bitte euch. Ja. Oh, vor allem... Oh, ja, 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 ist okay. Hä? Oh, oh. Ich weiß. Scheiß Passwörter, was? Probier doch mal 0814. Nein, 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 nein. 0621. Nein, 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 nein. Es ist 0514. Na komm schon. Versuch's mal. Man weiß nie. Ja, Bombenräumkommando. Nein. Oh Gott. Woo! Oh Gott. Tack, tick, tack, tick, tack. Mhm. Ja, stell dir mal vor, so Bombenräumkommando. Ja, und dann hört er solche Sprüche so, von wegen so, hey Mensch, ja, der eine vom Bombenräumkommando sagt zum ersten, versuch so mal 1, 3, 4, 5. Nein, 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 versuch 3, 5. Da fühlt man sich total sicher, oder? Mensch. Oh. Okay, ich glaube, es kommt jetzt aber nicht mehr runter, ne? Vor allem, das ist jetzt bloß der, also, das steckt jetzt da fest. Aber durch das Gewicht könnte sich das natürlich wieder lösen, ne? Das ist ja trotzdem da irgendwie kacke. Schon irgendwie, oder? Na toll. Aha. Alle Humora, Bitches. Beaches, meine ich natürlich. Wer kennt es nicht? Kennt es nicht. Lass mal wieder alles abladen. Schön, wir brauchen Platz, Freunde. Ganz viel Platz. So. Ich würde Panik ohne Ende haben. Ich würde, glaube ich, schon mal, keine Ahnung, den nächsten Bus wegnehmen. Irgendwie so. Da ist ein grünes, was? Da ist grünes in der Ecke. Grünes in der Ecke? Ach, tatsächlich. Ich merke schon, da hat jemand ein Auge für grünes Kraut. Ich glaube, mit dir kann man ordentlich Spaß haben. Just a lucky guess. Aber dankeschön. Oh, das kann ich auch kurz wegpacken. Einfach mal kurz wegpacken, okay. Okay. Ich glaube, jetzt kam tatsächlich wieder ein paar Monster, oder? Think. Bei meinem Glück. Verpetz mich nicht? Ach, Quatsch. Bitte dich. Hä? Ist das beste Grün? Ja, ich bitte dich. Ja, logisch. Logisch. Logisch, logisch. Jemand Bock auf Fleisch? Holy shit, was? What the fuck? Wow, ich stand echt zu nah dran. Ja. Ich stand zu nah dran. Fuck. Ich heil mich. Ey, da dachte ich, ich wäre jetzt wieder der Ultra-Clevere. Ja, so von wegen, oh ja, ich weiß, das ist bestimmt eine Falle. Wobei, gut, ich mache das bei allen Kisten. Keine Frage, aber... Oh, das ist natürlich jetzt wieder... Das ist natürlich richtig rum. Kacke. Richtig... Oh Gott. Ja, das wollte ich nicht. Du bist fast tot übrigens, ja, aber nur fast. Nur fast. That's the thing. Wobei, ich glaube, jetzt kam hier wieder irgendwas, ne? 100 pro, 100 pro. Lange Gänge, Freunde, ist nix gut für den Mamuschka. Nix gut. Wobei, dann sollte ich vielleicht dann doch lieber die hier rausnehmen, oder? Die sagt ein bisschen mehr, ich kann dich nicht ausstehen, als die hier, oder? Ich kann dich nicht leiden, doch. Wobei. Ist da eine Tür? Wobei, die können... Ich bin verwirrt. Können da welche kommen? Wobei, hier haben wir nochmal... Oh! Ich wusste, dass noch irgendwas da kam. Holy shit! Ich hatte es im Gefühl. Ich hatte es so heftig im Gefühl. Ich wusste, hier in dem langen Gang passiert irgendwas. Oh, ich hatte es im Urin, Freunde. Also, nicht, dass ich mir jetzt effektiv in die Hose gemacht hätte. Es ist schon wieder alles weggetrocknet. Bitte euch. Und klatschen kurz auch die am wunderschönen guten Abend mittlerweile. Hey, nee, nee. Oh, wow. Also ich bin so heftig lost in Gedanken teilweise, ne? Da bin ich gerade mal froh, eine Situation überlebt zu haben und mach die nächste rein. Easy.
Story of my fucking life. Ah, wobei, das sieht mir auch schon wieder nicht gesund aus. Hallo? Oh ja. Oh ja. Kein bisschen übertrieben, ja. Es ist easy peasy. Warte mal, kriegen wir den da oben erstmal so weg? Okay, der ist schon mal clear. So, dann ist da noch irgendwo einer. Oder? Nee, das ist der hier. Oder? Den muss ich doch irgendwie so kriegen. Alter, das ist doch bestimmt schon wieder zu nah dran, oder? Oder kann ich hier irgendwie so das von der Seite so? Krieg ich das von hier? Aha! Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen vorsichtiger gerade. Ja, lieber ein bisschen. Oh, da ist immer noch. Da ist immer noch eins! Holy shit, wo? Ach, au, wow! Was ist das? Ich verstehe nicht, was das ist. Ist das Steam oder was sagt das? Keine Sorge, es geht gleich wieder weiter. Glaube ich. Möglich. Immer geil. Dankeschön dafür. Thank you so much. Oh, ihr habt schon das nächste Ziel erreicht. Vielen Dank, Freunde. Immer schön weiter tipseln. Immer schön weiter tipseln. Ihr seid krass geil. Ihr seid krass geil. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hallo. Oh. Hä? Ich will das wegklicken. Warum geht das jetzt nicht weg? Ich kann das nicht wegklicken, Freunde. Und es wäre ein bisschen doof, so jetzt weiter zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist dann nochmal ein anderer Schwierigkeitsgrad. Warum? Sie können die Online-Funktionalität nicht nutzen, da ihr... Hä? Wir sind noch live, hallo, oder? Mein Ethernet-Kabel nicht verbunden ist, oder sie mit einem drahtlosen Netz... Alt-Tab, warte mal, Alt-Tab. Nö, es hat effektiv nicht viel gebracht. Internet kaputt gemacht? Ja, ich weiß, es passiert mal regelmäßig. Deswegen hassen mich auch so viele und Stefanie, Michaela auch, die haben wunderschönen guten Abend. Schön, dass du auch da bist. Es geht nicht. Doch. Ha! Es geht. Okay, aber ich bin trotzdem wieder im Fenstermodus. Danke schon mal, Leon. Dankeschön. Thank you. Ja, ihr dürft euch jetzt alle bei Leon bedanken. He fixed my problem. Ja, und ihr wisst, mein Problem ist euer Problem, weil es halt sonst doof zu zocken. Wisst ihr Bescheid. Man sieht dich. Bitteschön. Dankeschön. 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 So. Oh. Hä? Oh, shitty fuck. Kann ich das kaputt machen, ohne jetzt Schaden zu bekommen? Oh, bitte. Oh ja, sehr gut. Sehr gut. So, wie komme ich jetzt da am klügsten ran? Kann ich das so machen? Gott sei Dank kein bisschen. Kein bisschen too much hier, ja? Oh ja, oh, die kostet den nehme ich auch mit. Sehr schön. Oh. Oh, Moment. Moment. Wie viel hatten wir jetzt hier? Wir hatten jetzt, glaube ich, vier Stacheln. Also nicht Stacheldraht, sondern Stolperfallen, so Auslösefallen gedönst. Und da wäre auch noch einer gewesen. Das heißt, fünf. Also, man könnte fast so ein bisschen annehmen, wenn man es nicht besser wüsste, da will mich jemand tot sehen, oder? Ganz bisschen. Antike Münze nehme ich auch mit. Alter Schwede. Oh, Steroide ist auch cool. Oh, warte mal. Das war das. Ah, maximal Gesundheit. Müssen wir noch kurz einmal aufbewahren, denn das heilt mich auch gleichzeitig. Das heißt, ich sollte mal kurz einmal einen von Nüschel bekommen. Und dann nutze ich das Teil. Clevererweise. Dann sparen wir uns ein bisschen was. Puh. Also die Situation hat mich jetzt gerade ein bisschen, ganz klein bisschen. Ein bisschen, ne? Hochgebracht, um jetzt wieder runterzubringen. Das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, ich bestelle ultra viel, dann geht der Blutzuckerspiegel richtig nach oben und danach bin ich super müde. Ich war gerade ein bisschen Adrenalin geladen.